Wir melden uns heute aus dem sehr sonnigen Arizona, wo BMW den neuen X5M und X6M vorstellt. Warum Arizona? Naja, es liegt darin begründet, das Auto wird sowieso in den USA produziert, in Spartanburg in South Carolina. Und auch der Hauptmarkt ist die USA für den X5 traditionell, mit einem insgesamt 30% Anteil der Verkäufe hier in den USA. Jetzt sehen wir uns mal den X6M, in dem Fall das Competition-Modell, direkt an und laufen vielleicht mal außen rum. Er hat zum Beispiel, was auf den ersten Blick ins Auge fällt, sehr große Räder. Vorne 21 Zoll, hinten 22 Zoll. Also eine Mischbereifung, die wir sonst nur von der Corvette oder auch von Porsche 992 jetzt kennen, mit eben 1 Zoll Größe an der Hinterachse, für ein SUV ungewöhnlich. Schöne Michelin Sport 4S Reifen, die einen guten Grip generell bieten. Eine schöne große Stahlbremsanlage. Müssen wir nachher mal testen, was die kann. Eine Carbonanlage gibt es gegen Aufpreis nicht, aber die sollte reichen, sagt BMW. Und ansonsten das Auto natürlich für ein SUV schön sportlich geschnitten. Dem abfallenden Heck beim X6 noch so eine schöne Abrisskante hinten und ein Dachspoiler sowie 4 Auspuffrohre. Also ist ja für ein SUV ein durchaus sportlicher Auftritt. So, wir fahren jetzt hier auf einer wunderschönen, abgelegenen, engen, schlechten Landstraße und fühlen dem X6M Competition mal auf den Zahn. Das Competition-Modell hat ja analog wie auch beim M5 und beim M8 625 PS als Topmodell. Die regulären Modelle haben 600 PS. Die Straße ist hier wirklich relativ schlecht und gewunden. Das ist eigentlich wunderbar, um hier mal auch dann die Adaptivdämpfung dann zu testen. Man kann hier wählen zwischen Komfort und eben zunehmend sportlicher Dämpfung. Zudem hat BMW jetzt bei den X5 und X6M Modellen einen aktiven Wankausgleich verbaut, der eben die Seitenneigung verringert bis fast auf Null in manchen Kurven. Das ganze System funktioniert mit geteilten Stabilisatoren, in deren Mitte ein Elektromotor sitzt, der dann die beiden Stabilhälften gegeneinander verdreht in der Kurve, sodass der Aufbau sich quasi gar nicht mehr zur Seite neigen kann. Das funktioniert ziemlich gut. Wie auch insgesamt das Auto sich für ein SUV natürlich sehr, sehr sportlich fährt. Man spürt halt dann jetzt mit dieser Optionsbereifung, mit der größtmöglichen Bereifung sozusagen mit 21 Zoll vorne und 22 hinten, dass die flachen Reifen halt kaum was wegdämpfen. Also der Abrollkomfort ist bescheiden, aber dafür bekommt man natürlich auf der anderen Seite ein wirklich sportliches Handling mit viel Grip und sehr, sehr direktes Einlenken. Also wir haben, wie gesagt, 625 PS und 750 Newtonmeter Drehmoment. Das ist eine ganze Menge, selbst für einen 2,3 Tonner wie hier. Die Werksangabe von 0 auf 100 ist 3,8 Sekunden für das Competition-Modell, 3,9 für den regulären mit nur 600 PS. Das sind also echte Sportwagenfahrleistungen in einem großen SUV. Die Automatik funktioniert hervorragend. Spricht gut auf Schaltpaddelbefehle an, schaltet schnell und auch weich. Allerdings dann, je mehr man, also wenn man in Sportmodus geht oder Race-Modus geht, beziehungsweise Track-Modus, kann die auch richtig hart kicken. Dann wird der Wandler richtig straff und dann haut das Auto noch vehementer nach vorn als ohnehin schon. Die Bremsen machen eigentlich einen guten Eindruck. Die Stahlbremse, großdimensioniert, innen belüftet und gelocht vorne und hinten. Kommt zumindest hier auf der kurvigen Landstraße mit dem Gewicht sehr gut zurecht.
schauen wir dem guten Stück mal unter die Haube. Wenn wir diese im Prinzip ohnehin unnötige Abdeckung mal runternehmen, dann kommt dann ein prachtvoller 4,4 Liter V8 Biturbo zum Vorschein. Hier sind schön die Turbolader zu sehen, im heißen Innen-V des V8 Motors. Da hinten die Krümmer mit den Lambda-Sonden. Und das ist schon ein ordentliches Stück bayerischer Motorenbau. Wie gesagt, im Competition-Modell 625 PS, 750 Newtonmeter. Da geht's schon vorwärts. Werfen wir mal noch einen etwas detaillierteren Blick auf die Bremse. Wie gesagt, Stahlbremse, soweit konventionell, innenbelüftet, gelocht, alles super. Eine Verbundbremsanlage, auch soweit nichts Besonderes, ist also ein Alutopf, auf dem die Stahlscheibe sitzt. Nur, das Besondere ist, dass die Stahlscheibe auf Zapfen gelagert auf dem Alutopf sitzt, sodass sie sich dann bei Belastung ausdehnen kann, verziehen kann quasi. Und dann, wenn sie abgekühlt ist, wieder in ihre ursprüngliche Form kommen kann, ohne sich dauerhaft zu verziehen. Also sprich, diese Stahlbremse steckt auch mal ein paar Runden Rennstrecke weg, ohne dass sie hinterher dann flattert. Wir sitzen hier im X6M, ist ja ein ausgewachsenes SUV, hat also dementsprechend auch vorne ein wirklich sehr gutes Platzangebot. Und eng wird es allenfalls hinten. Man muss sagen, dass trotz des früh abfallenden Dachs beim X6 gegenüber dem X5 die Platzverhältnisse auch hier hinten ordentlich sind. Und ich bin 1,78 Meter groß und also von der Kopffreiheit reicht das für mich locker. Das ist in Ordnung. Beim M5 und M8 kann man auch beim X5M und X6M ein individuelles Setup sich zurechtlegen, das hier 5 Parameter umfasst, angefangen vom Motor, den man von Efficient über Sport bis Sport Plus konfigurieren kann, sodass er im Ansprechverhalten ein bisschen bissiger quasi am Gaspedal hängt. Chassis betrifft also die Adaptivdämpfung, die man von einigermaßen komfortabel über Sport bis hin zu Sport Plus auf ganz straff verstellen kann. Das betrifft dann auch den Wankausgleich, der dann immer straffer wird, das Auto sich also dann in Sport Plus dann fast gar nicht mehr neigt. Als nächstes dann auch die Lenkung. Zwischen Komfort und Sport hat man die Wahl. Das betrifft ebenso die Lenkkräfte und das Ansprechen um die Mittellage herum. Die Bremse, das ist neu, weil er hat ja eine Brake-by-Wire-Bremse und man kann hier dann zwei Geschmacksrichtungen sozusagen dann zwischen Komfort und Sport dann einstellen. Das betrifft aber eigentlich nur das Pedalgefühl, also das Ansprechverhalten der Bremse, die Wirkung natürlich selbst nicht. Und dann gibt es noch als letzten Punkt dann den Allradantrieb an sich, der grundsätzlich schon heckagil ausgelegt ist, also mit mehr Kraft nach hinten und in 4WD Sport, dass man erst wählen kann, nachdem das ESP deaktiviert ist, ist er dann noch mehr Hecktriebler, also noch weniger Kraft nach vorne. Das Fahrverhalten wird dann noch übersteuernder, noch spaßiger. Das ist dann auf der Rennstrecke eigentlich eine gute Wahl dann, ja. So ein Sport-SUV wie der X5M ist natürlich kein Geländewagen, aber ein Feldweg und so eine Wasserdurchfahrt, das kriegt er schon hin.
X6M ist ja durch sein flaches Dach für Großgewachsene im Fond ein bisschen eng. Jetzt steigen wir mal in den X5M ein, schauen mal, wie es da im Fond zugeht. Schon das Einsteigen fällt deutlich leichter, weil der Türausschnitt höher verläuft als im X6. Und auch die Innenhöhe ist deutlich großzügiger als im X6. Und auch das Kofferraumvolumen ist besonders im oberen Bereich durch das steilere Heck dann voluminöser. Also der X5 ist das praktischere Auto von den beiden.